Digga, okay. Oh shit, oh mein Gott. Die Linke, Digga. Die Linke. Oh no, oh no. Yeah, Digga, nice. Oh no. Power man, you know. Interview auf YouTube, mittlerweile über 80.000 Abonnenten. Stell dich mal bitte kurz vor. Hey Leute, was geht? Flop ist mein Name, you know, always guys, always. Und ja. Beschreib mal deinen Kanal bitte in 5 Worten. Spaßig, motivierend, glücklich, dann coole Videos auf jeden Fall und unterhaltend. In deiner Kanalbeschreibung steht, dass dein Traum ist, 100.000 Abonnenten zu erreichen. Warum genau 100.000? Das Ding ist, die Leute fragen mich, warum du nicht 1 Million erreichen willst oder irgendwas anderes. Und 100.000 ist einfach für mich so eine Zahl, wo ich sage, hey, 100.000 ist sechsstellig so und das ist einfach mega krass. Du kriegst einen Award dafür, so ein kleinen, das ist mega. Ich wollte es schon immer haben, so mit 12 habe ich angefangen, ich wollte es schon immer haben. Ich arbeite darauf hin, mich haben Leute ausgelacht und sowas und ich weiß, ich schaffe es trotzdem so, weil ich Selbstbewusstsein habe. Deswegen sind diese 100.000 einfach für mich so. Ich will die haben, einfach um den Award auch zu haben. Nicht wegen dem Fame oder irgendwas, ich brauche diesen Award, um Leuten zu zeigen, hey, es funktioniert, wenn du dran glaubst. So. Weißt du dann schon, wo du deinen Play-Button aufhängst? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich habe einen Tresor bei mir zu Hause, wo so die wichtigsten Sachen drin sind. Ich würde sagen, ich hänge den an die Wand, dass ich ihn täglich sehen kann, so was ich erreicht habe, was ich von mir alleine, durch mich alleine erreicht habe. Und ja, das ist so. Planst du da schon an einem krassen Special für die 100.000 oder lässt du das noch in der Zukunft? Da ist halt das Problem bei mir. Ich plane mega, ich habe mega die heftigen Videos geplant. Das Ding ist, das Geld, was dafür reinkommen muss, ist extrem viel und das ist halt so hochgetrieben, das Video, dass ich nicht weiß, ob es realisierbar ist. Aber mal gucken, was die Zukunft bringt. Ich weiß es noch nicht ganz. Du hast vorhin erwähnt, dass du auch schon mal wegen deinen Videos ausgelacht wurdest. Was gibst du denn YouTuber mit, die vielleicht Gleiches erleben, gerade kleinere YouTuber? Okay Leute, pass auf, wenn ihr ausgelacht werdet in der Schule oder irgendwas anderes passiert, dann denkt immer dran, ihr seid irgendwo woanders wie die, weil die Leute lachen euch aus und sie machen nichts, aber ihr macht was. Wenn ihr weitermacht und auf die Leute scheißt, dann schafft ihr das so. Das Wichtige ist Selbstbewusstsein. Wenn ihr selbstbewusst seid, dann könnt ihr alles erreichen. So, wenn ihr einfach sagt, hey, ich gebe den Fick auf deine Meinung, ich mache das, worauf ich Bock habe und ihr macht es über längere Zeit, regelmäßig, dann werdet ihr erfolgreich in der Sache zu 100% und dann schafft ihr das. Und dann könnt ihr den Leuten sagen, hey, ich hab's euch gesagt. Selbstbewusstsein ist das Ziel. Was bedeutet dir deine Community, deine Zuschauer? Boah, like, also es ist krass, ich habe wirklich eine heftige Community mit über 200 Fanpages auf Instagram und sowas. Und für meine Reichweite ist das extrem viel und die posten alles, deswegen kann ich nur sagen, ich liebe über alles meine Community, meine Leute. Ich will jeden Einzelnen sehen, ich will jeden bedanken, so, weil die haben mir das ermöglicht, was ich heute bin so, und die wäre ich nichts. Und Dankeschön auf jeden Fall und ich liebe euch, ist einfach so. Was war dein krassestes Erlebnis mit einem Fan? Mein krassestes Erlebnis. Das war der erste Autogramm, den ich gehalten habe. Leck mich am Arsch. Ich hatte 200 Abonnenten, musst du dir vorstellen. Mhm. So 200 Abonnenten. Und das war in meiner Schule, war ich 9. Klasse oder so, 8. Klasse. Und dann kamen zwei Mädchen zu mir und wollten ein Autogramm. Ich wusste noch nicht mal, was ein Autogramm ist, okay? Ich wusste nicht, wie das aussieht, gar nichts so. Und das war mega krass, weil ich habe so gezittert von diesem Autogramm, weil ich gar keine Ahnung hatte, wie man das macht und so. Das war auf jeden Fall mega. Also das wird mir immer im Kopf bleiben. So, das ist ultra krass. Kannst du dich noch dran erinnern, als du das erste Mal auf der Straße angesprochen wurdest wegen deinem YouTube-Kanal? Ja, es war auf jeden Fall ultra krass. Ich weiß nicht mehr ganz, ich glaube, es war vom Weinfest. Das sind bei uns so halt so Feste, wo man halt einfach mit Freunden trifft und so. Da hat mich einer erkannt und es war einfach ultra geil. So das Gefühl, das erste Mal so ein bisschen so einen kleinen Hauch von Erfolg zu spüren war. Einfach, keine Ahnung, war ultra. Hat mir gezeigt, dass ich es richtig mache. So. Inwiefern hast du später vor, in die Richtung Medien zu gehen? Willst du komplett bei YouTube bleiben oder dir noch ein zweites Standbein aufbauen? Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass ich mich selbstständig machen will, nicht mit YouTube. Ich kann zwar, aber ich will es nicht, weil ich einfach mich woanders sehe. Ich sehe mich noch als Geschäftsführer bzw. als jemand, der verschiedene Businesses aufbaut und damit sein Geld verdient. Und ich sehe halt YouTube als meine große Leidenschaft so, aber wo ich auch gar kein Geld verdienen muss damit, sondern ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht, zu 100%. Und ja, also eher auch andere Geschäfte nebenbei, so andere Standbeine. Hast du da schon eine Idee, in welche Richtung das gehen soll? Also eine Klamottenmarke hatte ich auf jeden Fall vor. Dann habe ich noch ein paar Webseiten vor, die noch geheim sind, so darf noch nicht so, die nicht so viele Leute wissen. Und dann will ich noch in Amazon, das nennt sich Amazon FBA, das ist so Großhändler, so Großverkäufe machen. Was steht bei dir in Zukunft an? Die Szene rasieren. Okay, und sonst gibt es ein krasses Projekt, ein krasses Video, an dem du schon lang planst, das dann in Zukunft online kommt?
ich plane schon extrem lange an einem Video, so circa 1-2 Jahre wirklich. Und das ist auch ein Grund, warum ich mir meine neue Kamera geholt habe. Das ist eine relativ coole Kamera. Ich will in dem Video noch nicht so viel verraten, weil wenn es am Ende nicht funktioniert, dann ist scheiße so. Aber es, wenn das Video gedroppt wird, dann ist alles vorbei so. Es ist ultra geil. Deswegen lasst euch überraschen. Ich kann, wie schon gesagt, nicht so viel sagen und ja. Was sind die zwei wichtigsten Sachen, die ein YouTuber mitbringen muss? Wie schon vorhin gesagt, Selbstbewusstsein ist mega wichtig, sonst schafft ihr gar nichts und macht andere Leute glücklich. Die Leute, die auf YouTube rumhaten, sind für mich, ich akzeptiere das so, weil sie sich für den Weg entschieden haben, aber die werden niemals so erfolgreich wie die Leute, die sich für positive Vibes, sag ich mal, entscheiden. Du bist ja auch ziemlich viel in sozialen Netzwerken unterwegs. Was ist denn dein lieblingssoziales Netzwerk nach YouTube? Mein lieblingssoziales Netzwerk, also ich würde sagen von der Funktion her, Musical.ly, weil ich das cool finde, was man da so macht. Man reagiert schneller so auf die Musik und sowas, das ist cool. Aber ich würde auch sagen Instagram, weil ich einfach Leuten ganz schnell mit einem Post sagen kann, hey, mir geht's so und so. Mit welchem YouTuber, mit welchem Promi würdest du gern mal zusammendrehen? Ganz klar, Justin Bieber. Justin Bieber ist für mich mega ein Idol, weil er auch ultra viel Scheiße durchgemacht hat vom Anfang an so. Der wurde als schwul bezeichnet von Millionen von Leuten, so hat weitergemacht und ist heute da, wo er steht. Und der hat die Hater zu seinen Fans umtransformiert und das ist einfach heftig so. Deswegen auf jeden Fall Justin Bieber. Wie würdest du dich fühlen, wenn du dann neben Justin Bieber sitzt und mit ihm das Video drehst? Es wäre schon geil, so. Ich würde bestimmt Spaß machen. So, bei mir ist das Ding, wenn ich andere Leute sehe, die so, keine Ahnung, übertrieben viel Reichweite haben. Das ist nicht so krass für mich, aber bei Justin Bieber wäre es, glaube ich, so, weil es halt so ein Idol ist. Ich würde wirklich, keine Ahnung, ich würde ihm mega oft danken so für alles und, keine Ahnung, er hat mir Kraft gegeben. Ich würde mich schon geil fühlen einfach. Ich würde, keine Ahnung, no homo, by the way, aber ja. Dann wünschen wir dir da einfach viel Erfolg mit Justin Bieber und auch viel Erfolg, dass du dann deine 100.000 Abonnenten knackst. Dankeschön. Und vielen Dank fürs Interview. Dankeschön.